Ja, guten Morgen zu einem nebligen Tag in Portugal. Zu meinem Kanal, jetzt fängt es gleich wieder das Nieseln an. Ja, ich habe in einer Schlammschlacht, das kann ich euch sagen. Ich war komplett verschlammt, das Gesicht auch alles. Hier aus diesem Schlamm, der knietief ist, meine Gänse rausgefangen, also die, die ich abgeben möchte. Heute ist eine Freilassaktion, aus dem Grund, weil ich die, keiner kauft die mehr, die Weizenpreise sind übers Doppelte hochgeschossen hier, keiner will die ernähren, keiner will die kaufen. Ein paar habe ich verkauft, aber es sind zu viel übrig geblieben. Auch bei den Enten habe ich viele Männchen rausgefangen und auch zwei Weibchen und die intakte Flügel haben. Und jetzt werde ich mich aufmachen, die sind schon alle im Auto verpackt in den Carriern und jetzt werde ich mich zum Stausee in Belize aufmachen. Das ist ungefähr eine Stunde Fahrt vielleicht von hier. Und werde sie dort freilassen, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Ich habe schon mal ein paar Gänse freigelassen. Ja, ihr schön, ihr bleibt bei mir. Und habe halt jetzt 90% Weibchen und 3 Männchen. Und habe noch ein paar Freunde in São Marcos, denen ich auch ein paar Gänse und Enten bringen werde. Die lasse ich nicht frei. Die fahre ich nach São Marcos. Ich habe jetzt also im Fall wieder mein Stammgänsepärchen hier. Es bleibt bei mir noch ein zweites Pärchen. Das fahre ich weg. Und damit muss ich nicht mehr so viel Unsummen jeden Monat ausgeben. Also das war wirklich Wahnsinn, wahnwitzig. Ne? Das geht nicht mehr. Ne? Unwirtschaftlich. Und genau. Also Schlachten, manchmal tue ich welche, aber nicht immer. Und ich finde, man kann auch der Natur mal was zurückgeben. Ne? Okay, dann fahre ich mal los. Ja, wir sind jetzt hier am Stadion von Belize. Dafür, dass es so viel geregnet hat, angeblich, wo ich auch dachte, ne, die Staudämme sind voll. Der ist halt auch nur die Hälfte, wenn überhaupt voll, würde ich sagen. Ich habe meine Tierchen jetzt hierher gebracht, weil jetzt muss ich so noch. Die Gänse sind schon zum Wasser gewandert und ganz happy. Ich muss jetzt hier so eine Mauer runterklettern, wie ihr seht. Also Filmerei ist im Moment scheiße. Und es windet. So, komm, komm, komm. Komm, Mäuse, wir gehen zum Wasser. Los. Komm. Hopp, geh mal. Weiter. Komm. Die Riesen schmeißen auch immer schön ihren Müll hier hin. Hopp, 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 hopp. Komm. Agua. Los. Ab! Louis, sei denn! Louis, sei! Meine Gänse schwimmen! Die sind natürlich ein bisschen dreckig von dem Transport und so. Louis hat sie auch schon gespottet. Zum ersten Mal, dass sie auf so einem großen Wasser schwimmen. Louis wird sie gerne holen. Louis, wir sind jetzt frei! Hier ist mega Wind, ne? Also ich weiß nicht, ob er alles hört. Louis, komm hier, leave it. Da haben sie sich gleich auch, haben sie gleich gemerkt, dass er kommen will. Also ich hoffe, hier ist nämlich auch so eine Insel, deswegen bin ich hierher, dass sie da vor den Jägern sicher sind. Also Portugiesen essen eh keine Gänse. Mal, die sind so richtig klein hier, sehen die aus. Sorry fürs Bild, der Wind. Tschüss, ihr Süßen. Mein Gott, die habe ich ab dem Eiern betreut. Ist schon immer auch so ein bisschen wehmütig, natürlich. Super. Auf dieser großen Fläche, mein Gott. Bleibt nur bei der Insel, ihr Deppen. Und die Hauptnahrung von Gänsen übrigens, wer es nicht weiß, das ist grünes Gras und die Grassamen, das ist ihre Hauptnahrung. Die sind also nicht angewiesen auf Mais oder Weizen. Das nehmen sie natürlich, wenn sie es kriegen, aber deswegen, wenn es kein Gras mehr gibt, dann fressen die Heu, also vertrocknetes Gras, und das gibt es hier en masse. Na, das finden die rund um den Stau dann schon. Wo sind sie denn jetzt? Hups, hups, sorry, sind sie aus dem Bild. Ich mache mal wieder ein bisschen größer, da sind sie. Und dann bald in der Weite entschwunden, ne? Jetzt zur Insel, Leute, jawohl, ihr seid doch meine schlauen Gänschen. Zur Insel, weiter rechts, bitte, rechts.
Ne? Jetzt ist der C-Tier belebt, weil hier ist ja gar nichts. Es ist keinerlei Vögel. Die Jäger knallen alles ab. Wie gesagt, Gänse essen sie nicht. Der Portugiese weiß nicht, dass man Gänse essen kann. Ist wirklich so. Die haben nur Angst vor denen und halten die manchmal als Wachhunde. Mein Gott, sind die schon klein. Naja, so. Ich denke, die haben hier ein besseres Leben wie irgendwo eingesperrt. Ah, die Enten haben es jetzt auch geschafft. Finden sich auch wieder. Und freuen sich ihres Lebens. Finden die toll. Die hatten noch nie so viel Wasser. Enten sind übrigens Allesfresser. Ja, die fressen auch Fleisch. Die fressen wirklich alles. Früchte, alle Arten von Pflanzen, Ameisen, Käfer, Schnecken. Alles. Ja, echt alles. Ah, so eine große wilde Freiheit. Ach, das freut mich. Ja, nach jetzt bin ich ungefähr 40 Minuten Auto gefahren, waren sie eingesperrt und jetzt freuen sie sich ihres Lebens. Ist doch schön, Leute, oder? Finde ich gut. Tschüss, viel Glück in eurer Freiheit. Okay, ich werde mal gehen, nicht, dass die noch hinter mir herlaufen. Die Gänse sind schon außer Sicht, ich habe sie jetzt noch schreien gehört. Aber ich denke, es ist alles okay. Ja, also dann verabschiede ich mich hier vom halbvollen Staudamm in Beleche. Tschüss und bis zum nächsten Mal.